Meine Frau hasst das, wenn ich mache. Moin zusammen, wir wollen uns heute das P40 Pro Smartphone von Huawei ansehen. Das Smartphone von Huawei, welches zwar mit Android 10 daherkommt, aber ohne Google Play Store. Wie schlägt sich dieses besondere Smartphone? Schauen wir uns das zusammen an. Das P40 Pro von Huawei misst 72,6 mm mal Länge 158,2 mm bei einer Tiefe von 8,5 mm. Ja, so viel Zeit muss sein, damit man sich auch eine Vorstellung machen kann, wie groß oder klein oder schön dieses Telefon ist. Es ist auf jeden Fall, und das habe ich gemerkt als Nutzer des P30 Pro, schon jetzt länger als ein Jahr, es ist ein Tucken schwerer. Es wiegt nämlich 209 Gramm. Es fällt irgendwie auf, natürlich, wenn man ein Jahr lang das P30 Pro benutzt hat, aber es fühlt sich einfach wahnsinnig gut in der Hand an, hat diese leicht abgerundeten Seiten und auch nach oben hin natürlich dieses Display, was sich ein wenig mehr um die Ränder zieht, die hier im Endeffekt kaum noch sichtbar sind. Wir haben eine Wahnsinnsauflösung mit einem OLED-Screen von 2640 x 1200 Pixeln und ein 90-Hertz-Display. Ja, das geht natürlich am Ende auf den Akku. Da haben wir 4200 mAh. Im Endeffekt sehr nah am P30 Pro. Ich würde fast sagen, das P30 Pro hat ein bisschen länger durchgehalten im Alltag. Aber dafür haben wir hier auch ein sehr, sehr feines Display, was nach sehr viel Power schreit. Diese Top-Smartphones natürlich auch im Punkto Gaming immer genutzt werden. Und mit so einer Mali-GPU und 8 GB Arbeitsspeicher, da geht hier schon einiges. Ja, ich ziehe diesen Punkt ein bisschen vor im Review, weil mich das begeistert hat. Es gibt immer mehr Leute in meinem Alter, die die Spielekonsolen von damals gerne auf ihr Smartphone holen wollen, weil mir dieses Free-to-Play und diesen ganzen Wahnsinn, wo ich 1000 Euro in irgendwelche In-App-Käufe werfen soll, nicht unbedingt gefällt. Als Emulator-Device großartig. Es hat noch mehr, noch mal mehr, massiv mehr Power als das P30 Pro und Spiele selbst für den Nintendo GameCube laufen hier mitunter, es kommt immer auf das Spiel an, aber zum Beispiel ein Tony Hawk Game fast mit 60 Frames. Natürlich auch normale Android-Spiele laufen wie Butter. Ja, das ist wirklich ein Hammer Prozessor der Kirin 990, damit wird man lange Freude haben und wir haben eine, ich hatte es mir aufgeschrieben, Mali G76 GPU mit satten 16 Kernen. Das sollte am Ende auch für die neuesten Spiele reichen, sofern sie dann verfügbar sind oder man sich die APK runterladen kann. Wir haben natürlich auf der Rückseite ganz modern diesen Riesenklotz für das Kamera-Array, eine Ultra Vision 4-fach Mega Leica Cam. Da kommen wir später zu. Es nimmt natürlich eine Menge Raum ein und man muss da ein bisschen aufpassen mit der Hand, dass man nicht vor irgendeine Linse kommt. Aber die haben das ziemlich gut austariert, dass man halt seine Hand, ich habe jetzt nicht die allergrößten Hände, aber das ist einfach, es ist ein Handschmeichler. Also so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe es natürlich hier nicht im Case, das ist eins dabei, so ein Bumper, aber das macht einfach Spaß, das Ding in der Hand zu halten und man kann natürlich über OLED-Screen und 90 Hertz und eine FHD-Plus-Auflösung sehr viel reden. Aber ich fand immer das Display des P30 Pro schon ziemlich gut, aber alleine wenn man das auspackt und in der Hand hält und das so jeden Tag benutzt, das ist einfach ein wahnsinns wunderschönes, kristallklares Display. Das sind Dinge, die ich finde, die in ein Review reingehören, die derjenige, der es testet, euch versucht zu beschreiben, das ist einfach Granate. Display ist wirklich Granate. Ob das jetzt um die Ecken läuft oder nicht, das wäre mir gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wenn es um die Ecken läuft, dass keine Fehleingaben zustande kommen. Das hatte ich öfter mit dem P30 Pro, wo man dann, wenn man die Wischgesten von der Seite für zurück zum Beispiel nutzt, ja, das hat nicht immer unbedingt funktioniert. Das haben sie stark verbessert. Das funktioniert jetzt wirklich astrein toll. Und es hat für mich gefühlt, läuft es auch nicht mehr so stark um die Ränder. Das ist aber dann wirklich, da muss man mit der Lupe rangehen, um das zu finden. Generell haben wir hier vorne dann auch keine Notch mehr oder eine sehr versteckte Kamera.
Wir haben zwar ein Display, was sehr viel Raum einnimmt auf der Vorderseite, dafür wurde uns aber auch hier oben mit der 32 Megapixel Frontkamera auch noch einen Tiefensensor reingeballert, der dann auch noch dafür sorgt, dass wir das Telefon entsperren können. Und ich sag mal so, selbst wenn es Abend ist und man kaum Licht hat, dieses Ding entsperrt. Also in den meisten Fällen ist diese Frontkamera in Verbindung mit dem Tiefensensor ein Knaller. Ich habe ein paar Fotos für euch gemacht, ein paar Selfies, astrein. Also ich bin ja immer da ein Freund davon, die Frontkamera so wenig zu nutzen wie möglich. Bestenfalls für Videotelefonie und Skype. Aber hier so für Fotos gar kein Problem. Da muss ich nicht noch gucken, dass es mit der Rückseite gut aussieht. Ist einfach sehr, sehr genial. Man muss natürlich das mögen, dass man dann da oben eine etwas größere Aussparung hat, ganz klar. Auf der Unterseite haben wir hier noch den USB-C-Anschluss, daneben einen Kartenschacht für Dual-SIM. Ja, ist immer wieder gern angefragt, hat das Dual-SIM? Ja, hat Dual-SIM, aber falls man die 256 GB Speicher intern erweitern will, dann muss man eine eigene NM-Card, so nennt Huawei dieses Kartenformat, kaufen vom Hersteller und dann kann man noch einmal bis zu 256 GB reinpacken, verzichtet dann aber auf die zweite SIM-Karte. Das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Ein paar Features, die man vom Huawei schon kennt, sind auch hier wieder aktiv, wie zum Beispiel Reverse Charging. Das heißt, wenn man zum Beispiel FreeBuds 3 hat oder andere Geräte, die sich drahtlos laden lassen können, dann kann man die da drauflegen und die werden geladen. Ziemlich schöne Sache im Alltag. Das lädt natürlich nicht irrsinnig schnell, aber mitunter kann es einem schon irgendwie retten am Flughafen, wenn man hier keinen Saft mehr drauf hat, kein Ladegerät. Dann kann man seine Kopfhörer damit laden. Laden ist allerdings auch ein gutes Stichwort, würde Gerhard Delling jetzt sagen. Denn wir können hier mit maximal 40 Watt per USB-C-Kabel Supercharge laden. Wollen wir es dann drahtlos, hier ist natürlich dann noch ein Kabel dran an der Supercharge-Ladeeinheit, dann können wir bis maximal 27 Watt laden. Generell diese Convenience, dass man es drahtlos laden kann, kostet euch natürlich immer ein bisschen Zeit. Dafür kann man es halt wirklich ohne Kabel drauflegen, ein Anruf kommt und mitnehmen. Ich nutze das sehr gerne. Also man denkt so, ja, wozu brauche ich das? Aber im Alltag ist das schon ziemlich cool, wenn man so einen Ort im Wohnzimmer oder so hat oder am Arbeitsplatz, wo es einfach nur drauf liegt und geladen wird und man muss es nur abnehmen und nicht noch irgendein Kabel abziehen. Was nicht so schön ist, sage ich euch auch ganz ehrlich, hier ist natürlich, sofern ich euch das beschrieben habe, dann nur noch Platz für einen Lautsprecher. Dafür, dass es 999 Euro kostet, da könnte man natürlich auch sagen, Freunde, einen zweiten Lautsprecher wäre schon schön gewesen. Aber der Sound klingt trotzdem toll. Also da haben sie sich jetzt zwar nicht mit Ruhm bekleckert, aber zumindest klingt der Sound gut. Es liegt einfach sehr schön in der Hand. Sie haben auch hier wieder solche Dinge übernommen wie diesen roten Farbtupfer auf dem On- und Off-Knopf. Also, wenn man das P30 Pro genutzt hat, dann findet man das automatisch, glaube ich, gut. Die Frage ist nur, ob man mit diesen ganzen Dingen wie Ultravision, Vierfachkamera, 50 Megapixel, 50-fach Zoom, einer besseren GPU-Einheit, ein OLED-Screen, 90 Hertz, ob das alles am Ende taugt, damit man auf diesen Google Play Store verzichten kann. Denn auch die Leute von Huawei, ich, alle anderen Tester werden natürlich immer wieder gefragt, ja, kein Google Play Store? Ganz ehrlich, Freunde, ich kann jeden von euch verstehen, der jetzt schreibt, ja Rob, geiles Handy und knallt in die Kommentare, ohne Google Play Store kann ich das Telefon nicht gebrauchen. Ja, stimmt, kann sein. Das kommt darauf an, ob man jemand ist, zum Beispiel mit dem P30 Pro, der darauf alle möglichen Apps aus dem Google-System hat. Maps die ganze Zeit nutzt, Gmail, den Google-Kalender, YouTube, alles. Also der so richtig mit Google verheiratet ist. Oder wenn man jemand ist, der sagt, eigentlich möchte ich das gar nicht so sehr mit Google verheiratet sein und ich möchte autarker werden, ich möchte nicht abhängig davon sein. Oder jemand, der überhaupt nicht von Google abhängig ist und sowieso nur ein paar Apps nutzt. Denn es gibt natürlich auch Alternativen. Ich habe euch ein eigenes Video dazu gemacht, zu dieser Huawei App Gallery. Das ist der eigene, neue App Store von Huawei. Schönes Video, könnt ihr euch gerne dazu ansehen. Kurz gesagt, wenn ihr Phone Clone nutzt, das ist die Software, die Huawei bereitstellt,
um, wenn man ein altes Android-Telefon hat, die Daten aufs neue zu laden, zu transferieren. Dann zieht euch PhoneClone schon ganz, ganz viele Apps mit. Und auch sowas wie WhatsApp und so. Das ist nicht das große Problem. Problem sind dann eher Apps, die nicht vorhanden sind zum Thema Banking, die im Hintergrund zum Beispiel Google Maps voraussetzen, damit diese App funktioniert, wie zum Beispiel so MyTaxi oder FreeNow oder Uber. Das ist dann problematisch und da muss man wirklich Abstriche machen. Am Ende die Frage, 999 Euro, auch wenn man hier noch FreeBuds 3 und vielleicht eine Uhr oder irgendeinen Rabatt dazu bekommt, lohnt sich das? Ich finde halt die Kamera. Wenn man die Kamera und diesen Screen und alles zusammenrechnet, dann ist es halt das neue Flagship-Supertop-Modell von Huawei, was meiner Ansicht nach auch viele andere Geräte der Konkurrenz mächtig in den Schatten stellt, denn ich habe euch Fotos und Videos gemacht. Huawei war in den vergangenen Jahren nicht so stark bei Video. Da hat man wirklich stark nachgebessert. Wir können jetzt hier 4K mit bis zu 60 Frames aufnehmen, haben dann auch eine ziemlich gute Bildstabilisierung. Die könnte noch ein bisschen besser sein, ja, ein Tuck, aber ich schätze, spätestens beim P50 Pro sind wir dann da, wo wir hinwollen. Aber schon mächtig gut und die Kamera. Das Gute ist, ich blende euch das ein oder habe es vielleicht auch schon eingeblendet, die ganzen Daten zur Kamera. Aber ich nutze ja wirklich das P30 Pro mit diesem Super Zoom, das Fotowunder laut Huawei, nun schon ein Jahr. Und ich habe beide auch natürlich am Anfang der Testphase immer zusammen dabei gehabt, weil ich es noch nicht transferiert hatte. Und dann habe ich die auch immer so zu Fotos gemacht und guckt, ist der Zoom jetzt besser oder ist das im Endeffekt der gleiche Schmuh, nur ein bisschen besser? Also, auch dieses Gerät kann 30-fach Super Zoom machen und euch weit, weit entfernte Objekte pixelig ranholen. Wenn man sich das dann aber wirklich so anschaut, dann ist es mit dem P40 Pro so, dass das Bild, wenn man schon sich das Motiv sucht, viel ruhiger bleibt. Dass es schon in der Vorschau schärfer ist. Dass man merkt, die Bilder sind einfach viel knackiger, kontrastreicher. Und einzelne Zoomstufen, wie zum Beispiel 5-fach Zoom, das ist dann einfach saugeil. Das Schlimme ist, ich finde, Huawei tut sich damit keinen Gefallen. Nicht, dass ihr denkt, hier, der Fanboy will mir ein Telefon verkaufen. Natürlich kann das 50-fach Zoom Huawei. Das ist ja auch schön, dass man das so interpolieren kann und dass die Pixel dann irgendwann, also dass ich beim Kran dann sogar sehe noch die Kette und so. Aber das ist ein Foto, was ich online nicht verwerten kann. Das stelle ich nicht in mein Instagram-Profil und das schicke ich auch keinem. Und ich weiß wirklich nicht, wann man im Alltag 50-fach Zoom braucht. Von welchem Objekt kann man so weit weg entfernt sein, dass man davon ein Foto machen möchte? Also das ist, vor allem erkennt man dann ja auch nur noch so schematisch Dinge drauf. Das ist ja toll, dass man dieses weit entfernte Objekt so nah ranziehen kann, aber es macht am Ende des Tages nicht viel Sinn. Es wäre meiner Ansicht nach, weil die Entwickler sich das in Asien angucken, viel besser, man würde eine Zoomstufe mit 25-fach maximaler Vergrößerung dann anwählbar machen, nicht, dass man auch so aufziehen muss mit 50-fach, weil das nervt ein bisschen, dass man einfach sagt, es gibt 10-fach Hybrid-Zoom, wo dann schon ein bisschen geholfen wird und dann auch vielleicht 20 oder 25-fach. Das würde vollkommen ausreichen, weil dann hätte man diesen Faktor, ja, krass. Und bei 25-fach sieht es, oder 20-fach, da sieht es auch noch so annehmbar aus, dass man das so in so einem kleinen Instagram-Bild, dass das vielleicht ganz cool wäre, würde ich mal sagen. Ansonsten Ultra-Weitwinkel-Fotos, Knaller. Hier auch mit der NPU, die sie da wieder integriert haben, das funktioniert alles sehr viel schöner und eine Katze wird auch als Katze erkannt. Früher wurde die öfter auch mal auch als Hund erkannt, das passiert gefühlt bei meiner Katze jetzt weniger. Und es macht einfach richtig Spaß damit, Fotos zu machen. Beim P30 Pro zum Beispiel hat man, wenn man gezoomt hat, dann hat man auch schnell mal das Objekt verloren, wenn man sehr nah reingezoomt hat. Hier ist das einfach, ich habe immer das Gefühl, ich könnte auch so machen und wie durch Zauberei würde diese Leica-Kamera da irgendwie den Kran oder was einfach in der Mitte halten. Also eine schöne Stabilisierung, Fotosknaller, Beauty-Modus, man kann Blende einschalten, Nachtmodus zum Beispiel ist auch ein bisschen heller. Generell wirken die Fotos auf mich ein wenig heller. Das kann man aber hinterher auch gerne mit Kontrast und allen möglichen Filtern, die man eh noch drauf knallt, dann verändern und seinen eigenen Wünschen nachstellen. Insgesamt auf jeden Fall für 999 Euro ein mehr als würdiger Nachfolger. Was ich aber wichtig finde zu sagen ist, und das meine ich wirklich ganz ernst, wenn man schon eine Kamera hatte,
die einen Weitwinkel hatte und einen super Zoom und alles Mögliche, dann ist es halt auch schwer, nochmal die gleiche Innovationskette da oben drauf zu legen. Also die Unterschiede im Detail sind jetzt vorhanden und da wird auch immer noch dran gebastelt, aber man kann halt jetzt nicht den nach dem Mondzoom den Zoom zur Venus dazu erfinden und so. Also wenn man unbedingt Google haben will und unbedingt den Play Store mit all seinen Spielen, Banking-Apps, Navigation, wenn man auf keine App verzichten kann, dann würde ich sagen, heutzutage im Jahr 2020, das wird Huawei jetzt nicht sonderlich gut gefallen, aber ist so, ein P30 Pro zum Schnapperpreis kaufen und dann damit glücklich sein. Wenn man allerdings die geilste Kamera laut DxO Mark auch sogar im Test des Jahres oder des noch jungen Jahres haben mag, dann sollte man wirklich zum P40 Pro greifen mit 5G, allem drum und dran an Bord. Der Akku, alles toll, ja, alles toll. Nur halt, der einzige Abstrich, den man machen muss, ist, ja, keine zwei Lautsprecherchen und man hat halt die App Gallery, die jede Woche wächst, aber noch längst nicht da ist, wo sie sein sollte für einen sehr angenehmen Funktionsumfang und die auch wohl noch sehr lange Zeit braucht, um zu wachsen. Aber wer das ausprobieren möchte, am Ende des Tages kriegt man auch die meisten Apps hier drauf, die man irgendwie drauf bekommen möchte. Und wenn eine App nicht verfügbar ist, dann gibt es ja immer auch noch den Browser, über den man zum Beispiel Online-Banking wunderschön machen kann, über den man seinen Pizza-Service, der eine Android-App hat, auch auf der normalen Webseite erreicht. Manchmal ist das dann nicht so komfortabel. Das ist dann mit Google ganz klar viel komfortabler. Dafür hat man allerdings ein super, mega Flagship-Smartphone mit endgeiler Kamera. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen. Falls ihr noch mehr Infos dazu braucht, zu dieser Huawei App Gallery, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Falls ihr noch Fragen zu dem Gerät habt, ihr wisst, die könnt ihr unten drunter reinschreiben. Tschüsschen!